Dichter Verkehr rund um München, 1, 2, 3, 4 Spuren, aber es fährt sich ganz entspannt. Denn auch im Caddy der fünften Generation gibt es jetzt den Travel Assist und den zeigen wir kurz. Ich habe ihn schon mal aktiviert und es ist einfach ein schönes Bild. Alle Autos, die wir in echt sehen, werden jetzt auch visualisiert, wenn ich den Travel Assist aktiviert habe, noch ein bisschen mehr. Wenn ich nur eine ACC habe, gibt es diese Ansicht allerdings auch. So, ich wechsle die Spur, das passiert auch hier und man sieht da einfach schon mal, der Caddy erkennt alles richtig gut mittlerweile. Also ich kann mich darauf verlassen, die Umgebung wird erkannt. Sogar LKWs werden als LKWs dargestellt. Das sehen wir dann gleich noch. Aber mal wichtig zu wissen, was brauche ich denn dafür, dass er das überhaupt kann? Wir haben hier einen Caddy Move, das heißt diese Lounge Edition, mit dem Plus-Paket. Darin habe ich schon mal die ACC, den Travel Assist, den ich hier zeige. Den muss ich aber immer extra zahlen, da ist also immer ein Aufpreis-Feature. Und es funktioniert folgendermaßen. Ich fahre normalerweise ganz normal manuell. Dann würde ich einmal die ACC starten mit 100 und dann habe ich hier unten zwei Symbole. Einmal den Lane Assist, der in dem Fall passiv ist, also jetzt lenkt, wenn schon zu spät ist. Das heißt, wenn ich die Spur zu verlassen drohe, dann lenkt er, aber nicht aktiv. Und das andere grüne Zeichen hier, das Icon, das ist dann ganz normal die ACC, die eines. Wenn ich aber diese Taste drücke und diese Taste habe ich nur mit Travel Assist, dann fusionieren diese beiden Symbole zum Travel Assist. Und dann merkt man schon, er übernimmt die Lenkung und er kann dann auch eine aktive Spur mittenführung. Das heißt, jetzt hält er mich permanent in der Spur. Hier gehe ich 10er Schritte, das wären 1er Schritte. Ich gehe jetzt mal auf 130 hoch. Und dann sehen wir schon, es ist ein sehr, sehr schönes teilautomatisiertes Fahren. Ich muss dieses Lenkrad natürlich immer in der Hand haben, aber ich kann halt auch entspannter fahren und ich werde in der Mitte geführt. Wir sehen vor uns, ein Sprinter wird tatsächlich dargestellt als LKW. Echt eine schöne Sache. Ich fahre nochmal rüber, weil hier um München fährt man immer gerne links. Und es funktioniert gut. Ich bin auf dem nächsten Abstand. Bis 210 km/h sollte das funktionieren. Genau, so weit kann ich setzen. Er kann auch Tempolimits erkennen. Er kann mich auf Wunsch warnen, wenn ich darüber liege, aber er kann jetzt hier nicht, wie zum Beispiel im Passat oder Arteon, Tempolimits übernehmen. Das funktioniert nicht und er hat auch keine ganz so intelligente ACC. Das ist aber ein Feature der Travel Assist, den ich explizit empfehlen würde, wenn man sich einen Caddy kauft, um mit dem auch mit der Familie öfters mal auf der Langstrecke oder auf der Langstrecke in Urlaub zu fahren. Die schöne Ansicht hier habe ich natürlich nicht, wenn ich nicht das Digital Cockpit habe. Das heißt, normalerweise kommt der Caddy mit einem analogen Tacho. Wir haben es vorher mal getestet und wir empfehlen den Travel Assist nicht in der Stadt oder auf der Landstraße. Da geht es zwar auch, aber gerade im Stadtverkehr tut es sich oft ein bisschen schwer und da können auch mal komische Lenkeingriffe kommen. Genau wie hier auf der Autobahnabfahrt. Können wir mal testen. Ich habe 120 gesetzt. Er gibt jetzt natürlich Gas, also er ist hier nicht so intelligent, dass er weiß, dass es eine Abfahrt ist, wo er bremsen müsste. Wir sind hier eigentlich zu schnell, obwohl ich jetzt schon also mit 90 in die Kurve, da muss ich manuell bremsen. Das ist wichtig zu wissen. Der Travel Assist ist kein Autopilot, aber er funktioniert auf der Geraden, also auf Autobahnen, wirklich schon ganz gut. Wenn wir, wie wir hier, das DSG haben, dann hat die ACC auch eine Stop-and-Go-Funktion. Das heißt, ich kann wie jetzt hier rund um München am Freitag im Stau fahren bzw. mich fahren lassen. Travel Assist ist ein. Er folgt dann auch ein bisschen dem Vordermann. Travel Assist ist aktiviert. Jetzt war es gerade ein bisschen knapp, aber passt schon. Die ACC ist anfahrbereit. Wenn die Ampel dann grün wird, die Kolonne weiterfährt, dann müsste ich nur einmal das Gas antippen oder auf Resume drücken und dann fährt er auch weiter. Die Funktion bis zum Stillstandbremsen geht logischerweise eben nur mit Automatik. Was wir noch zeigen können, ist einmal hier schon im Bild im Außenspiegel der Side Assist. Das heißt, wir haben jetzt einen toter Winkelwarner. In der Form auch in der schönen Form. Dann ist es mit großen LEDs in die Außenspiegel integriert. Und solche Sachen kann man natürlich noch einstellen. Das zeigen wir auch gleich. Das heißt, der 1 ist auf meiner Höhe. Wenn ich jetzt blinken würde, würde er hier blinken und mich warnen. Schauen wir noch mal kurz ins Menü. Das gilt für alle Assistenzsysteme. Ich muss aufs Auto. Nein, falsch, wieder falsch. Ich muss ins Menü, dann nach unten auf die Assistenten. Und da kann ich alles einstellen. Auch zum Travel Assist, zur ACC. Welcher Abstand, Farbprofil Sport. Das heißt, er soll spät bremsen und früh wieder Gas geben. Oder auch einmal hier der Front Assist. Das heißt, Front Assist wird Notbremsassistent, den wir heute hoffentlich nicht zeigen müssen. Side Assist, wie hell das blinken soll. Alles kann im Detail eingestellt werden. Also auf der Autobahn eine wunderbare Sache, die den Caddy jetzt wirklich mega langstreckentauglich macht. Und wir werfen jetzt noch einmal auf den Blick auf die Assistenzsysteme für die Stadt.
ein neues Feature ist auch der Rear Traffic Alert, das heißt ein Querverkehrswarner auch genannt. Und wir sehen schon, was er macht. Wir fahren aus einer Einfahrt raus und er erkennt schon per Radar in dem Fall herannahende Fahrzeuge, also nicht nur unmittelbare Hindernisse mit Ultraschall, wo dann quasi gepiepst wird, sondern wenn ich jetzt rückwärts fahren würde und es kommt ein Fahrzeug, wir hoffen mal, dass gleich eins kommt. Und da haben wir schon gesehen. Tatsächlich hat er den Radfahrer gesehen und hier dann angezeigt, Notbremsung erfolgt, bitte übernehmen. Also das ist super cool. Rear Traffic Alert, der einmal warnt und dann sogar den Anker werfen kann, wenn man was übersieht. Wir machen das Ganze nochmal. Hier ist scheinbar viel los. Und hier ist es auch echt unübersichtlich gerade. Jetzt kommt keiner und mit der normalen Rückfahrkamera, die auch nochmal separat Aufpreis kostet, lässt sich dann schon wirklich gut manövrieren. Weiterhin ist schon bekannt von VW der Parkassistent. Den zeigen wir zum Beispiel mal da. Ich muss dann auf dieses Menü gehen, das Parkmenü, dann den Parkassist auswählen und wir gucken jetzt mal, ob er uns in diese Lücke fährt. Ich meine, klar, die ist riesengroß, aber wir schauen, wie er sie erkennt und wie es funktionieren würde. So, Lücke gefunden, Parklücken werden gesucht. Wir können auch mal noch eine weiter vorne nehmen. Jetzt sucht er wieder, Parklücken suchen, Parklücken suchen. So. Hat er die jetzt gefunden? Nein, dann nehmen wir vielleicht noch die und fahren noch eins weiter vor. So, die hat er jetzt gefunden, nehme ich an. Dann sage ich einmal bitte Start. Genau, das ist neu, ich muss Start drücken. Und dann weist er mich an, bitte langsam rückwärts fahren. Das machen wir natürlich mal. Ich muss also den Gang wechseln, ich muss bremsen. Gas geben, aber ich muss nicht lenken. Also der normale Park-Lenkassistent ist das, wie er schon bekannt ist. Vorne sieht es jetzt unheimlich knapp aus. So knapp war es noch nie, glaube ich. Aber wir schauen mal, ob er das macht. Weiter zurück. Stopp, bitte bremsen, bitte langsam vorwärts fahren. Hier im digitalen Tacho zeigt er wirklich alles im Detail an. Bitte langsam rückwärts fahren. Man sollte auch immer nur langsam fahren und die Kontrolle behalten. Bitte bremsen, wieder vorwärts, denn man kann sich dann schon irgendwann denken. Bitte langsam rückwärts fahren, einmal möchte er noch korrigieren. So, das war's. Parkassist beendet, dann gehe ich auf P und das war's. Spannend auch zu wissen, vielleicht so als kleiner Hack, wenn ich in eine Lücke fahre und es falsch gemacht habe, ich nicht mehr zurechtkomme, dann kann ich immer noch diesen Parkassistenten starten und dann hilft er mir auch, einen missglückten Einparkvorgang im besten Fall noch zu retten. Zu guter Letzt hätten wir noch den Trailer Assist verfügbar. Das heißt, ich kann, wie jetzt schon seit vielen Jahren bei Volkswagen, einen Anhänger rückwärts einparken, indem ich diesen Außenspiegel einstelle, hier als Joystick benutze. Wie das im Multivan T6.1 aussieht, haben wir letztes Jahr schon gezeigt. Super einfach mit Sicherheit und braucht eben keine Anhängervorkenntnisse mehr. Diese ganzen Assistenzsysteme treiben den Preis natürlich immer schnell in die Höhe. Da muss man also wissen, was man sich konfiguriert. Deswegen schaut gerne auch unsere anderen Videos an, die unten und jetzt im Abspann verlinkt sind. Wir haben zum Beispiel auch den Travel Assist im Golf gezeigt, den Trailer ist es bei Multivan und so weiter. Das verlinken wir gleich. Wir freuen uns über euer Feedback, was ihr von der ganzen Technik haltet im Caddy. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und danken euch fürs Zuschauen.